Ja, wir haben ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen im Bayerischen Wald in der Nähe vom Großen Aber. Unser Hauptgebiet ist eigentlich die Grünland- und Maisbergung. Also wir haben eigentlich das komplette Programm vom Mähen bis zur Ernte. Und wir haben vor 20 Jahren einen Flügelabschiebewagen gekauft, einen AS460. Das ist also einer von den ersten Gigantabschieber gewesen. Und haben im Nachhinein immer wieder Flügelmaschinen gekauft gehabt, also Kipper und Hochkippschaufeln. Unser Abschiebewagen ist jetzt knapp 20 Jahre alt und wir bauen jetzt das Fahrwerk um. Wir nehmen eine stärkere Achsen rein, machen die ganzen Verschleißleisten neu, Gummileisten neu. Und deswegen bin ich halt da und hole die Ersatzteile. Da draußen haben wir eine Fläche für Anbaugeräte, die fertig gebaut sind und eingelagert sind. Insgesamt 16.500 Stellplätze Anbaugeräte herin. Und das zeichnet uns auch alle aus, dass wir das Zeug auf Lager haben, weil wenn es ein Landwirt braucht, dann braucht das gleich. Da haben wir zum Beispiel alles, was Ballenzangen sind. Da ist jetzt auch schon ein bisschen leerer geworden, weil man natürlich nach der Erntezeit Ballentransport ganz groß ist. Und wenn man jetzt da reinschaut, da zum Beispiel, also Heckschaufeln, mechanisch, hydraulisch, hydraulisch mit Pendelwand, hydraulisch mit Klappwand. So wie es jeder braucht, ne? So wie es jeder braucht, genau. In sämtlichen verschiedenen Breiten. Auf der linken Seite haben wir die ganzen Silo-Greifschaufeln drin, oben haben die Ballentransportgeräte Schmetterling. Was ist denn das für eine Maschine? Das sind Rundballenauflöser. Das heißt, du hast praktisch die hinten am Dreipunktrohr. Auf der anderen Seite gibt es noch ein Behelfsfahrwerk, schaut aus wie ein Flugzeugradl. Das kannst du in jede Richtung dran am Drehkranz. Und dann kannst du praktisch mit dem seitlichen Arm einen Rundballen aufnehmen, einer klappen und dann unten mit dem Kratzboden an den Häcksler hinfahren und dann seitlich einfahren. Mhm. Genau. Aber du musst quasi vorher schon aufgeschnitten sein. Und ja, genau. Du nimmst ihn halt praktisch mit dem Arm auf, schneidest den Ballen auf, tust das Netz runter, lässt ihn einrollen und dann löst ihn auf. Da auf der linken Seite haben wir die ganzen Kehrbesen, Löwe. Da hinten im Regal haben die ganzen Zughalme für die ASW drin. Ja, weil ein Zughalm wird auch immer braucht. Die fahren sich teilweise die Leute mit den Unterlenkerfanghaken weg. Hat bestimmt, glaube ich, schon jeder mal gesehen. Ja. Alles, was da jetzt herin liegt, sind Kleinteile. Wir sind Ersatzteilversorger für die komplette Flügelgruppe. Das heißt praktisch, alles, was Fahrzeugbau und Agrartechnik ist, wird von uns mit Ersatzteilen beliefert. Und die Endkunden können da im Abholmarkt auch die Teile holen. So, jetzt werden wir mal da vier gehen. Jeder einzelne Gang ist aufgesplittet auf einen Bereich. Da haben wir jetzt zum Beispiel Gülle-Teile drin. Mhm. Der geht dann auch da rüber, Turbobefüllerteile und so weiter. ASW-Teile, alles für den Abschieber, für Streuwerke und so weiter. Und alles, was sich da dann abspült, das sind auch Paternoster. Das sind praktisch Lagersysteme mit verschiedenen Schubladen drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Aufsätze brauche, dann hole ich mir da die 6er Schublade. Sieht man schon, für die Steuerventile die ganzen Einhandhebel, dann die ganzen Aufsätze, also für die LCB-Hebe praktisch für Monoblock-Steuergerät die Verbindung oder dann die Aufsätze praktisch für den Steuerhebel. Mhm. Und wenn man dann da vierter geht, dann hat man praktisch von Einschrauber gerade bis Einschrauber vormontiert, Doppelverschraubungen, Winkelverschraubungen, dann die ganzen T-Verschraubungen, die ganzen Verschlussstopfen, die ganzen MAV, SVK-Kupplungen, Schraubkupplungen, HDK und so weiter. Da ist eigentlich alles da, was man braucht. Das ist unsere Packstraße. Also würdest du heute bei uns bestellen, dann packt man mir das am gleichen Tag noch ein, verschickt man es per UPS Express und am nächsten Tag ist das Packerl bei dir. Deutschlandweit auf einen Tag lieferbar. Und wir versuchen immer wieder, dass wir alle Aufträge, die über den Tag reinkommen, am gleichen Tag noch zum Versand geben. Und wenn die am gleichen Tag noch rausgehen, dann sind sie am nächsten Tag bei dir. Und das ist natürlich gut für die Landwirte, wenn die Ersatzteile alle gleich da haben. Ja, Hintergrund, 48.000 verschiedene Artikel im Moment, Tendenz steigend. Ja, Christoph, hat mich gefreut, dass du persönlich dein Zeug abgeholt hast, das du bei uns bestellt hast. Ich hoffe, dass beim Einbauen alles wunderbar funktioniert. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast oder irgendwelche Listen brauchst, Ersatzteillisten und so weiter, ich stehe da gern zur Verfügung, du kannst mich jederzeit anrufen. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Heimfahrt und schön, dass du da warst. Ja, Hans, sakrischen Dank, dass ich kommen durfte. Ich habe heute ein paar Eindrücke mitgenommen aus dem Berg und jetzt habe ich ein bisschen eingekauft, dass ich einen Abschieber wieder flott machen kann. Nein, war eine super schöne Zeit, hat hingehauen. Und wir sehen uns bestimmt jetzt zum letzten Mal heute. Wunderbar.
Ja, und an euch, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, würde es uns narrisch gefreuen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Pfiat euch.